herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Berilia, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob er wieder zurückkommt, und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft und das zeigt seinen Gedanken. Und das bedeutet, er macht sehr viel Gedanken über dich. Das, was euch verbindet. Diese Karte zeigt deine jetzige momentane Situation. Hier sind die Kelchen, ganz viele Kelchen, und das symbolisiert deinen Gefühlen. Aber diese Kelchen sind mit Tränen verbunden. Dieser Tal ist der Tal der Tränen. Und du bist noch in diesem Tal drin. Traurigkeit, Trauer, sehr viel Tränen. Und das, was du zurzeit erlebst. Aber du verabschiedest davon. Weil, hier schau mal, du gehst in eine anderen Richtung. Und darf man nicht vergessen, hier erscheint auch Mond, und Mond hat einen Einfluss auf deine Träume, hat einen Einfluss auf dein Unbewussten und auch für deine Mama, weil Mond symbolisiert die Mutter. Und ich könnte das sagen, die Mutter ist die Wegweiser, wo zeigt, raus aus dieser Traurigkeit, verabschiede von Tränen, und du bist auch dabei, das sieht man schon, und hier hält sich alles auf, und das bedeutet auch Glück. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Erstens, die Münzen symbolisieren die Finanzen, über deine finanziellen Situation. Das sollst du in Ordnung bringen. Außerdem, diese Münzen stehen für Erdeelement, und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und du bist in diesem Weg zum Sicherheit, zum Stabilität und zum Struktur. Und das nimmst du auch hier im Besitz. Das entspricht auch deinen Werten. Diese goldenen Taler haben einen Bezug zum Werten und Wertschätzung. Also nimm das im Besitz, fass das an und sagst, das ist meins, das bin ich. Ich bin doch wertvoll. Das ist auch sehr wichtig zum Erkennen. Und hier zeigt sich die Wachstum. Das sind Getreide, das wächst und dehnt. Aber bis das soweit ist, braucht man ein bisschen Geduld. Und die Zeit, wo hier eine Struktur entsteht, wird Juli sein. Also Mitte Sommer hast du schon die Bestätigung. Was liegt bei dir im Unbewussten, im Verborgenen? Das zeigt hier dieses Bild, und das ist ein Symbol für Luftelement, mehr Leichtigkeit, aber auch klare Entscheidungen. Es klärt sich etwas auf. Und du hast den Sieg. Und der hintere Teil des Bildes zeigt Vergangenheit. Du wirst die Vergangenheit abschließen und mit einem Lachen begrüßt die Zukunft. Und du hast den Sieg. Außerdem, die Schwerten symbolisieren Trennen von Angst. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Bedeutet auch Angstbefreiung, endlich aufatmen zu können. Jetzt betrachten wir deinen Ex-Partner. Was macht er in Gegenwart? Das zeigt hier diese Gerechtigkeit. Und das kann bedeuten, dass er befindet sich gerade in einer rechtlichen Lage.
kann auch bedeuten, dass er Gedanken macht über Gerechtigkeit oder dass das alles so ungerecht lief von seiner Seite aus und dass er bereut etwas. Außerdem zeigt sich hier diese Waage und die Waage symbolisiert die inneren Gleichgewicht, die Harmonie, die Ausgeglichenheit oder dass er vergleicht etwas. Außerdem die Waage, so wie in Astrologie auch, symbolisiert Partnerschaft. Du und er. Und es kommt wieder in Harmonie. Aber es ist wichtig, diese Waage im Gleichgewicht halten. Geben und nehmen, im Gleichgewicht zu sein. Und damit meine ich nicht immer die Finanzen, sondern Aufmerksamkeit oder Liebe. Worüber macht er Gedanken? Das ist hier diese Streitigkeit. Und wenn ich die Gerechtigkeit und diese Streitigkeit betrachte, wo er auch Gedanken macht, würde ich sagen, er hat auch eine rechtliche Lage oder einen Prozess gerade laufen. Was sind seine Geheimnisse? Das zeigt dieser Ritter und dieser Ritter kommt nicht mit leeren Händen, sondern er kommt mit diesem Kelch. Und das symbolisiert seinen Gefühlen. Und dann hast du schon die Antwort. Er kehrt wieder zurück. Er kommt wieder. Und das mit diesem Kelch. Und das ist die Liebe. Er kommt aus Liebe, mit Gefühlen auch. Und da macht er schon Gedanken. Diese Karte ist für dich eine wichtige Botschaft. Das ist der Feld der Träume. Du darfst träumen. Du darfst es zulassen. Lass deine Fantasie einfach fliegen. Pfleg diese Traumbilder, verinnerliche das. Weil ein Traum kann auch wahr werden. Und du wirst eine traumhaft schöne Beziehung eingehen. Du wirst deine Träume leben. Weil du verabschiedest von dieser Traurigkeit, Mond, was deine Mama symbolisiert, begleitet dich. Ein bisschen Geduld, dann kommt hier Struktur und Ordnung. Dann hast du die Selbstwertgefühl oder Wertschätzung oder er bestätigt das dir. Hier hast du den Sieg. Er hat eine rechtliche Lage, aber er sorgt für diese Gleichgewicht und Partnerschaft, macht auch Gedanken und du kannst sicher sein, er kommt wieder zurück. Die Zeit, wo ich so einordnen kann, das wird Mitte Sommer sein. Und bis dahin pflege diese Bilder, diese Vision und verinnerliche das und glaub daran. Glauben versetzt auch Berge. Liebe Berilia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.